Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So schaut euch mal dieses lustige Männchen an, das steht hier einfach so am Straßenrand, grinst fröhlich und hat ein Schild in der Hand. Vorsicht, hier freilaufende Wildkids. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strandbad an einem Stausee in Hohenfelden. Weil den Girls ist es richtig heiß und deswegen wollen wir gucken, ob wir uns irgendwo eintunken können. So, je weiter man fährt, desto mehr solcher Kinder sieht man am Straßenrand stehen und die wechseln sogar die Farbe. Das hier ist die Pfeffi-Edition in grün. Vorhin, das war nämlich gelb, falls ihr euch noch erinnert. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem komischen Strandbad. So, wir sind jetzt hier irgendwo, ich weiß nicht wo, aber hier ist so ein super geniales Schild mit Adler und Falkenhof, Kranichfeld, Niederburg. Guck mal, da gibt's Adlerkrone, Kronkorken, Falkenfelser, Eulen, Pilz, Geier, Export und vieles mehr. Das sieht doch schön aus, 31 Jahre Falkenhofschütz. Da müsst ihr hin. Da jetzt auch nochmal schön leserlich die Seeordnung beim Stausee Hohenfelden. Was ist denn verboten? Lagerfeuer, Grillen, Baden, Subboard, Bootfahren, Zelten, Campen, Übernachten, motorisiertes Befahren aller Seewege, Boote zum Wasser lassen, Parken, Führen von Hunden, Tiere füttern, Lärm und laute Musik, Abdrehen von Feuerwerk, Angeln, Müll zurücklassen, betretende Eisfläche und Eislaufen. So, Pupsi, was hattest du hier vor? Na, ins Wasser. Wie ins Wasser? Ist verboten. Hier seht ihr eine versteinerte Badenixe. So, während die anderen jetzt da oben sind und gehen wollen, und wir wissen ja, dass das Baden verboten ist, sag ich immer wieder, Gummischuhe vor the win, denn damit könnt ihr überall rein, selbst hier. Das reicht mir schon als Abkühlung. Perfekt. Da sind die Enten. So, betretende Stauanlage verboten. Da unten ist ein Schild, betretende Eisfläche verboten. Dort ist ein Schild, Atmen verboten. Wem das jetzt zu komplex war, der hat hier nochmal eine Zusammenfassung. Betreten der Stauanlage und der Eisfläche verboten. Der Eigentümer. Der Fahrer. Dinge, die erlaubt sind am Stausee, Brennholz kaufen. Durchgehen, verboten. Radfahren. Verboten. Das hingegen, muss ich sagen, sieht sehr chillig aus. Erinnert mich an ein GoFest-Habitat, das Strand-Habitat. Hier gibt es sogar einen Tisch. Und, das würde die Shania freuen, zwei Flaschen Budweiser. Hey! Darf ich vorstellen, der regionale Straußenvogel in Perfektion. So, hier hinten befindet sich der Thüringer Hüpfburgenpark beim Stausee Hohenfelden. Knallheißes Gummi unter der prallen Sonne, der Spaß für jede Familie. Obwohl ich sagen muss, dass diese T-Rex richtig cool aussieht, weil du da vorne einfach in das Maul reinspringst, wenn du Glück hast, hinten aus dem Arsch wieder rauskommst. Da sieht man übrigens den T-Rex in freier Wildbahn. Ich befinde mich hinter diesem Zaun. So, ihr habt da auf jeden Fall einen riesen Steg und eine Bratwurst daneben, nämlich ich. Da ist so ein Bootsverleih, hier stehen an der Seite überall verteilt Boote. Hängt auch ein Schild dort bei, ersaufen, keine Haftung. Das, was das ist, weiß ich nicht. Das ist bestimmt wie bei Ninja Warriors, dass du da drauf gehst und dann machst du Wettrennen um das Zeug rum in dem Zeug drin. Und das ist bestimmt mega cool. Weiß ich nicht, ob ich da hinkomme. Wahrscheinlich nicht, weil ich schon ersauf, wenn ich dort bin. Wir sind jetzt hier angekommen, irgendwie auf das Gelände von dem Badezeug. Und da ist schon wieder das nächste Schild. Das Wasser bitte nicht zum Spielen und auch nicht zum Trinken. Wäre lieb, wenn es beachtet wird. Danke. Also, hört immer auf, das Klowasser zu saufen, denn das ist nicht gut. Das brauchen die nachher noch zum Nudelkochen. So, hier auf dem Gelände habt ihr natürlich auch nochmal einen Spielplatz, wie ihr seht. Mit etlichen Gerätschaften, auch wieder schön mitten in der prallen Sonne. Wunderbar, aber man freut sich ja, dass es jetzt richtig knüppelheiß ist, damit das Wasser nicht mehr so kalt wirkt. Und da ist Stausee Perle Bionade. Ne, da ist ein Imbiss. Und wenn es euch schlecht geht, denkt immer dran, Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen. So, Jonas schläft, Marie und Pupsi sind jetzt baden. Das heißt, ich hau mich erstmal in das Zelt. So, und da haben wir jetzt ein schönes Watzdorfer Burgpilz hergezaubert in diesem sensationellen Strandkorb. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Das gab es gerade nämlich hier am Imbiss. Und Pommes für Pupsi habe ich auch noch bestellt. Guck, wie das funktioniert. Du machst hier diesen. Dann hast du hier deinen Tisch. Für den Watzdorfer.
So, jetzt seht ihr ein kleines gaggeliges Kind vor mir und hier eine Portion Pommes mit Ketchup und Mayonnaise für Pupsi. So, das Wichtigste natürlich nach dem Essen ins Wasser gehen, direkt ohne Dusche. Außer Marie, die muss erst duschen, guck. Hä, das war's schon oder was? Was ist denn das? Da muss noch mehr kommen. Das ist perfekt. Oh. Oh, das ist auf jeden Fall herrlich und erfrischend. Machen wir nochmal rückwärts. Ja, warte, aber du musst da oben drauf, da kommt mehr drauf. Wie, da muss ich drauf? Hä? Man stellt sich doch ins Becken. Oh. Oh. Kennt ihr das noch aus dem Schwimmbad? Das war immer das Beste, bevor man ins Wasser ist. Immer schnell da reingerannt. Aber das Wasser, die Temperatur im Wasser, meine ich, kann nicht mehr reden, ist auf jeden Fall bedeutend angenehmer als die kalte Brause immer davor. So sieht das hier ungefähr aus, wenn ihr den Stausee euch anguckt. Hier ist so ein Steinufer mit einer kleinen Kante, da gehst du dann rein und da hinten, hinter dem Gebüsch, ist der FKK-Bereich. Jetzt machen wir uns schon Sorgen, weil es die ganze Zeit ein bisschen donnert und er gesagt hat, wenn es donnert, muss er vielleicht dann räumen. Das geht ja mal gar nicht. Baden verboten, sage ich nur. Diese Kulisse erinnert mich an die Goldene Meile, das Musikvideo von Iswo und Erwin. Guckt euch mal das Schilf an und wie die Sonne auf dem Wasser spiegelt und wieso hier überhaupt so viel Sand ist, dass das Wasser so dreckig ist. Wichtig ist trotzdem immer hinsetzen, kurz mal reinhalten, ne? Oh, wenn man keinen Liegestuhl hat, den persönlichen Liegestuhl basteln. Jetzt runter im Gesicht. Weil ich natürlich ein Stuhl bin, muss natürlich noch der Stuhlbesitzer sich auf den Stuhl setzen oder so ähnlich. Hui, 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 hui. Hui, hui, hui. Und das Tunken nicht vergessen. Was holst du mich denn wieder hoch? Was war der Abgang schlechthin? Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Aber wir können in dem dreckigen Wasser diese neue Kamera, das ist nämlich die GoPro 11, mal auf Wasser, wie heißt das? Testen, ob die wasserdicht ist, ungefähr so. Und wie jetzt der Ton ist, ob der dumpf ist oder was anderes. Hier haben wir noch ein kleines hilfloses Kind gefunden. Komm mal her, gib mal aufs Batschehändchen. Tragen. Ja, dann komm. Spring nicht ans sichere Ufer. Hilfe! Trag mich! So, nachdem wir jetzt den Stausee wieder verlassen haben, wollen wir natürlich nochmal in Bella Vista eine super Pizza zu uns nehmen. Denn mein Ziel im Urlaub war, ich möchte gerne eine Pizza essen und einen Burger irgendwo in einem Burger-Restaurant und in einem Pizza-Restaurant. Nein, Burger King zählt nicht, das ist was anderes. So, im Bella Vista angekommen, seht ihr hier die Bella Vista Stuhlpolster. Die sind richtig nobel, richtig genial. Und die Bella Vista Speisekarte im Flamingo Pink. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Ich habe mir jetzt hier die Pizza Hohenfelden bestellt mit Barbecue-Soße, Mais, Zwiebeln, Hähnchen, Brust, Fleisch, Jalapenos, Knoblauch und Käse. Wie die aussieht, sehen wir gleich. Es gab natürlich auch einen Bella Vista Burger, weil das heißt ja Bella Vista. Es gab einen Bella Vista Burger. Aber der ist eigentlich wie normaler Hamburger, nur mit Bella Vista Soße. Weil es ja so viel Pommes gibt, habe ich gedacht, nehmen wir Pizza Hohenfelden, dann haben wir was, was für den Ort spricht und ja. So, das ist Pupsis Pizza, das ist eine was? Pizza Capri-Sonne, Capriziosi. Ja? Ja. Was redest du denn nie mit mir? Ich weiß nicht, wie man das dir ausspricht. Du weißt es nicht, hast du doch ausgewählt. Das ist die Pizza Hohenfelden, guck dir die mal an. Die sieht doch richtig super aus hier mit Jalapenos und Mais und Zwiebeln. Und Käse und Barbecue-Soße und die lassen wir uns jetzt schmecken. So, und wie immer, wenn ihr auf der Durchreise seid und so einen Automaten seht, dann geht hin und gönnt euch, ihr werdet immer gewinnen. Wir sind hier in irgendeinem Bauerkaff, ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
Vor allem komme ich selber aus einem. Er steht hier mitten an der Straße. Ich habe jetzt angehalten, ich habe gewendet. Ich bin nochmal zurück. Will jetzt hier 20 Cent reinwerfen. Dann das Ding mal drehen. Nochmal 20 Cent. Ding rein. Drehen. Und dann müsste ich ja jetzt hier zwei Kugeln haben. Und vor allem gelb und blau. Und jetzt werdet ihr staunen. Ich habe nämlich eben schon mal gewürfelt. Gezockt. Und habe die zwei bekommen. Das heißt, ich habe jetzt 4 fette Kaugummis, die 100.000 Jahre alt sind, in 3 verschiedenen Farben. Marie wollte sich hier so ein Gummiding holen. Leider ist da jetzt 1 Euro drin und es lässt sich gar nicht drehen. Das ist schon wieder Abzocke. Eigentlich müsstest du jetzt hier anrufen und sagen, ich stehe hier und will meinen Euro wieder. Vielleicht machen wir das mal. Kurze Anmerkung von der Redaktion. Ich sitze ja gerade hier zu Hause und schneide das. Ich habe sogar die Nummer angerufen und da hat es mir gesagt, dass die Nummer nicht verfügbar ist und nicht vergeben ist. Also die Nummer gibt es gar nicht, die da dran steht, an dem ganzen Automat, überall auf jedem einzelnen Ding. Vielleicht schon so alt, man weiß es nicht, aber irgendjemand befüllt die ja trotzdem immer wieder. Und der 1 Euro, der da drin gesteckt hat, bei Marie im Ding, was nicht drehen ging, den habe ich mir auch wieder geholt. Ich habe die ganze Zeit gesucht nach irgendwas, nach was Spitzen, wo ich da rein kann, wo ich das wieder hochschieben kann. Habe irgendwie so einen kleinen Stock gehabt, der ist immer weggeknickt, abgebrochen. Dann habe ich den Autoschlüssel genommen. Autoschlüssel reingerupft, hochgezerrt, oben mit der Hand, mit dem Fingernagel entgegen, das Ding genommen und dann, ja, der 1 Euro ist wieder da gewesen. Das war richtig toll und dann ging die Fahrt weiter. Das Beste am Urlaub sind immer noch die Mutter-Kind-Parkplätze, auf den ich mich jetzt, seitdem ich schwanger war, endlich hinstellen kann. Richtig genial. Wir wollen nämlich jetzt noch einkaufen, deswegen sind wir jetzt hier bei der Galeria Rudolstadt. Und hier werden wir von einer netten Dame begrüßt. Da ist auch ein Rewe-Sender drin. Jetzt will ich mal gucken, ob es da Samyang gibt. Das sieht hier auf jeden Fall richtig genial aus. Voll die fette Treppe, hier lauter Pflanzen. Da unten sehe ich schon Wasser, Springbrunnen, Wasserfall, alles. Wir steppen mal hier runter. Guckt euch diesen super genialen Indoor-Tungerbrunnen an. Denn da können wir jetzt mal kurz den Kopf reinhalten. Hier ist nämlich so eine Pfütze. So, die Tunga in Rudolstadt, jetzt neu. 30%, da lacht das Herz. Vor allem habe ich sowas bei uns noch nie gesehen. Ein schönes, frisches Tomate-Mozzarella-Baguette. Beziehungsweise bald nicht mehr so frisch. Übrigens gab es diesmal keinen Kinderwagen, also so einen Wagen, so einen Einkaufswagen mit so einem Ding drauf, wo man ein Kind drauf setzt. Deswegen musste man die Schale jetzt einfach in den Einkaufswagen packen. Und schon ist der ganze Einkaufswagen voll. Hallo! 4Bro, der muss mit. So, Jonas, für dich. Soll natürlich für heute Abend noch 2 Bier mitnehmen. Das heißt, ein Budweiser auf die Genaya. Und das zweite, ein Münchner Hell auf dem Hannes. Weil das sind nämlich so diese 2 Pferde da in dem Stall drin, wie man immer sagt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe diesmal keinen Superview, ich habe diesmal einfach nur Ramses-View. So, wir sind jetzt erstmal wieder zu Hause angekommen und Pupsi hat hier nur so eine Pizza mitgenommen. Eigentlich eine normale Pizza Thunfisch, aber ich habe noch nie gesehen, dass da so viel Grünzeug drauf ist. Guckt euch das mal an. Pizza Thunfisch mit Unkraut und extra Becher Tzatziki, Knoblauch, keine Ahnung, was auch immer. Kühlschrank ist auch aufgefüllt, haben uns noch was mitgebracht. Für heute Abend gibt es natürlich hier das gute Butt und das gute Münchner Hell. Pupsi hat hier irgendwie so 2 besondere Getränke gehabt, hier mit Daisy Duck, das ist wohl ein Saft, Donald Duck ist wohl auch so ein Saft. Mit Apfel, Banane, Mango. Ansonsten keine Ahnung, haben wir beim Dönermann noch hier so eine lustige Cola gefunden. Die heißt Kinsa Cola, ist irgendwie auch mit Karamellgeschmack und so ähnlich. Und ja, falls wir heute Hunger kriegen, haben wir auf jeden Fall noch was da. Scheiße. Perfekt. So, jetzt Preisfrage. An die 88er Baujahre. Kennt ihr noch diese Teile? Maria hat das vorhin mitgebracht und hat gesagt, ja, das habe ich mir geholt. Lea hat sich auch eins geholt. Das macht man so auseinander, links und rechts und ne, wie ein Hüpfseil. Habe ich gedacht, ich werde bekloppt. Die kennen das nicht. Die weiß nicht, was das ist. Ich habe Sandra gefragt, weißt du, was das ist? Sandra hat gesagt, nee, weiß ich auch nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Treppenhüpfer.
Ein Treppenspringer, wie auch immer. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Den setzt ihr nämlich auf die Treppe und dann... Scheiße. Moment, den setzt ihr nämlich auf die Treppe und dann mit Schwung. Wieso ist denn die Treppenstufe? Nein, jetzt renne ich weiter. Ich brauche dich doch noch. So, pass auf hier. Take Nummer 5000. Den setzt ihr auf die Treppenstufe. Und dann seht ihr, dass die Treppenstufe auch schon wieder zu weit ist. Das gibt's doch nicht. Normalerweise nimmst du den und dann läuft er so alleine die Treppe runter, aber irgendwie funktioniert das halt nicht, weil der immer den Nachschwung sich holt. Ach du dreckiges. Am besten ihr nehmt es als Springseil. So, Versuch Nummer 3 wird gestartet auf einer Holztreppe. Und hier geht es sogar noch um die Kurve. Wir schnippen den mal an. Ist aber auch nicht weit genug gekommen. Das stimmt mich noch nicht richtig. So ungefähr kann man sich das vorstellen, dass er dann hier die Treppe runter rennt. Auch wenn das jetzt nicht so funktioniert. Zur Not muss ich das Marie noch mal sagen, dass die das noch mal macht. Vor allem jetzt stehst du hier vor diesem Alpaka-Fenster und bist schon wieder knallrot überall, obwohl du noch ganzen Tag geschützt bist und nur ganz kurz mal in diesem komischen Wasser bei dem Stausee warst. Pupsi hat sich gerade eine Milch aus dem Kühlschrank gesagt, das ist ja wie Eis. Der Kühlschrank ist so kalt gestellt, alles was du reinstellst, kriegt gleich einen Wasserfall an der Verpackung dran. Ich finde das richtig genial. Ich war auch schon wieder duschen und mittlerweile ist es so schlimm mit dem Duschen. Ich gehe gar nicht mehr aufs Klo, ich gehe einfach nur noch duschen. Wenn ich merke, ich muss mal, dann gehe ich einfach in die Dusche und dann zack, ist gleich alles mit einmal erledigt. Ne? Das findet ihr jetzt bestimmt wieder eklig, aber das ist so erfrischend. Seitdem wir hier sind, war ich schon 3-mal duschen. Ja? Ich habe gesagt, im Urlaub, ich dusche jeden. Am liebsten würde ich in der Dusche schlafen einfach nur, weil das musst du nutzen. Das ist ja im Preis mit drin. Also häng dich unter die Dusche so oft, wie es geht. Vor allem schwitzt du hier den ganzen Tag. Es ist so warm immerzu. Die Rumrennerei, du kommst heim, duschen. Du willst woanders hingehen, duschen. Du kommst wieder, duschen. Du liegst nachts im Bett, duschen. Du gehst kurz mal aufs Klo, duschen. Also, bruch. Das ist Urlaub, denn das mache ich zu Hause nicht. So, jetzt ist es kurz vor 20 Uhr. Gestern Abend habe ich mich unten nochmal rausgesetzt, als Premiere war. Am Montagabend, am ersten Abend vom Urlaub. Heute setze ich mich auch wieder raus, am zweiten Abend vorm Urlaub. Ich habe mir hier diesen super schönen Tisch rausgesucht. Hab mir 2 Bierchen geholt, 1 für die Shinaya, 1 für den Hannes. Da ist dieser super geniale große Baum. Hinter mir hört ihr vielleicht das Wasser plätschern von dem Brunnen. Gestern saß ich hier abends noch eine ganze Zeit rum, weil Marie hat noch ein bisschen Fernsehen geguckt, dann auf dem Zimmer. Sandra hat mit Jonas dann im Bett gelegen und ich habe den Urlaub einfach abends mal draußen in der Natur an einem Tischchen mit einem Bächchen, mit den Grillen und dem Zirben ausklingen lassen. Noch ein bisschen hier was rumgewühlt und einfach mal... Das möchte ich heute auch machen. Das ist der zweite Abend im Urlaub und morgen, also wir waren den ersten Tag, waren wir unterwegs hier, waren essen, waren hin und her, Sachen machen. Zweiten Tag heute waren wir ja da beim Stausee. Morgen wollen wir mal direkt in die Stadt nochmal, Rudolstadt und so, shoppen gehen. Da gucken, weil da ist auch Raidmania am Mittwoch und eigentlich Community Raid. Aber ich habe mir jetzt was anderes überlegt, dass ich hier keinen Stress habe. Ich werde die Community Raids dann zu Hause schneiden und werde für morgen was anderes hochladen, dass ich abends nochmal chillen kann, sitzen kann, keinen Stress habe, weil Donnerstag geht es ja schon wieder heim. So, hier läuft gleich die Premiere und wie ihr seht, da ist der Hannes beim GoFest-Gewinnspiel. Da könnt ihr nämlich ein GoFest-T-Shirt gewinnen. Das ist richtig genial, deswegen mache ich mir jetzt erstmal ein Hannes-Bier auf. Und weil die Shinaya auch schon im Chat dabei ist, mache ich mir auch gleich noch ein Shinaya-Bier auf. Weil ich die ja eh beide trinken werde und ich staune schon wieder über diese...
super genialen Farben. Das sieht einfach so schön aus, oder? Diese Kamera, dieser Look, diese Sättigung, das ist einfach genial. So, ich verfolge jetzt gerade Marie, denn wir sind eigentlich hier oben, da wo hier das Fußballfeld ist und Basketballfeld. Und hier ist ja ein Zaun, den Zaun habe ich gestern schon gesehen. Was ich nicht gesehen habe, dass hier plötzlich alles voll ist mit Rehen. Und die schlackern mit den Ohren und hüpfen weg. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Wie viele Rehe da rumrennen auf einmal. Da unten ist eine ganze Traube. Da, dort, da drüben. Guck mal, die machen sogar Geräusche und rufen. Und schlackern mit den Ohren. Was heißt das, wenn sie schlackern mit Ohren? Nee, die wedeln die ganze Zeit so. Der Schwanz wedelt und die Ohren wedeln rum. Also, was bedeutet das? Weiß ich nicht. Die freuen sich halt. Hört man das, ja? Oh mein Gott! Ich glaube, ich weiß, wer der Anfangs ist. Wollen wir noch mal ein Stück hier den Zaun hochlaufen? Der König, der mit dem Röhrchen. Mit dem Röhrchen. Der hat ein langes Röhrchen und ist der König. Gewehr, ich meine, Gewehr? Geweih? Der hat ein Gewehr. Ach Mann, wenn man da hinläuft, dann rennen die nach dort weg. Schade. Ja, wir gehen mal nicht näher ran, weil sonst sind die irgendwann weg. Das hätte Pupsi mal sehen müssen. Basketball! Woppa! Guck dir das an, von hier. Guck dir das an, von da nicht. Basketball! Woppa! Basketball! Opa, auf die Bank beim Basketball. Seid ihr denn bekloppt? Es kann nur eines sein. Basketball. Oh, das war aber langweilig. Opa. Kann ich nochmal machen? Wenn du eine holst. So, eigentlich haben wir jetzt noch eine Katze gefunden, aber die ist so schwarz, dass man die einfach nicht sieht. Vielleicht hört man sie ja. Hallo? Nee, die sagt nichts. Man hört sie auch nicht. Oh, jetzt. Brr. Ja, das hat man bestimmt eh nicht gehört. Ich kann höchstens mal mein Handy rausholen. Nicht das Bier trinken. Das ist die Bierkatze. Das ist giftig für dich, Katzi. Nee, das ist meins. Und das irgendwie hat sie, glaube ich, Durst. So, pass auf. Guck dir das an. Da ist die Katze, dass ihr uns auch glaubt, dass wir die gefunden haben. Vor allem beim letzten Urlaub, wo wir bei der Bleilochtalsperre waren und wir saßen draußen auf dem Hof, kam auch eine Katze angelaufen. Jetzt sitzt man hier abends, kommt auch eine Katze angelaufen. Wow, voll geblendet. Ja. Überall Katzen. So, das sind zwar keine Samyang-Nudeln, das sind Nisin, aber es werden trotzdem Nudeln zubereitet in diesem Topf. Da wird gerade Wasser aufgekocht. Vor allem ist das eine Kaffeemaschine. Und gerade als ich die Kaffeemaschine anmache, um kochendes Wasser durchlaufen zu lassen, sagt Pupsi, hä, hier steht doch ein Wasserkocher. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, jetzt ist das bestimmt gleich fertig. Das ist nicht mir, das ist Marie. Die ist nämlich jetzt auf dem Nudeltrip. Guckt euch das an, auf dem Nudeltrip. So, wenn ihr euch wundert, wieso ich so dick bin, Pupsi hat ja eine ganze Pizza mitgenommen. Jetzt hat sie nur die Hälfte gegessen, die andere Hälfte habe ich jetzt gegessen, mitten in der Nacht. Marie wollte noch einen Teller Nudeln. Jetzt ist sie aber fertig, jetzt muss ich mir einen Teller Nudeln auch noch reinhauen. Und dabei habe ich eigentlich was anderes mitgebracht, für mich selber einfach nur ein belegtes Brötchen, was ich zum Abendbrot essen wollte, aber mir ist jetzt schon schlecht und mal gucken, was ich damit noch mache. Ramses der Dicke, Ramses der Gemästete, müsste es eigentlich heißen. Kennt ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare.
So, und das ist jetzt die letzte Nachricht vom Zu-Bett-Gehen. Ich muss eigentlich noch Interaktion machen mit meinen Accounts. Ihr wisst gar nicht, wie gut dieser 4Bro Bubatz, diese 4Bro Juice Bubatz Edition schmeckt mit Maracuja, Apfel, Vanille. Ey, was für eine kranke Kombination. Apfel, Vanille. Der eisgekühlt, das ist jetzt gegen den Sonnenbrand, gegen den ganzen Tag, gegen die Magenbeschwerden. Jetzt noch 4Bro Juice. Beste. So, das zweite Frühstück steht aus. Ne? Und guckt mal, fällt euch was auf. Heute gibt's Capri-Sonne. Die habe ich gestern noch nicht gesehen. Froop ist auch am Start. Heute haben wir sogar ein paar Melonenstückchen. Das sieht sogar aus wie Honigmelone. Das ist ja ganz was Feines. Nochmal Käsestückchen hier irgendwas mit so Frischkäse. Da werde ich mir, denke ich, auch was nehmen. Und da dieser Schinken oder so. Da muss das nächste Sandwich her, das nächste Krankenhaus-Sandwich. Vor allem mit dieser Wurst, wo ich jetzt schon weiß, dass ich die gar nicht mag. Ich werde mir mal was zusammenstellen, mich kurz wieder raussetzen und dann schauen wir Krankenhaus-Sandwich 2.0. So, ich habe mir mal den ganzen Fraß geschnappt, mich mal kurz hier rausgesetzt. So weit bin ich schon. Ich habe jetzt ein Brötchen mit Himbeermarmelade. Das ist schon theoretisch so verschmiert und auf der anderen Hälfte habt ihr hier diesen Frischkäse. Den wollen wir jetzt auch mal verschmieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so Frischkäse ist oder nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass der weiß ist und dann, wenn du den verschmierst, gelb wird. Da ist auch so Krümelzeug, Sesam drumherum. Keine Ahnung. Jetzt das Experimentelle. Wir packen hier erstmal so eine runde Scheibe Käse drauf. Bei der Marmelade eine rechteckige Scheibe Käse drauf. Dann haben wir hier so eine Wurst. Das sieht aus wie eine Yachtwurst, ne? Da ist auch wieder so ein Rand, den müsst ihr abmachen, unbedingt immer den Rand abmachen. Den packt man auch hier auf die runde Scheibe Käse drauf, was weiß ich. Dann habt ihr das, das scheint Schinken zu sein, richtig guter Schinken, der richtig brutal wirkt. Auf die Runde das Runde und auf das Langgezogene und dann ist nämlich genau nur noch eins übrig und zwar diese herrlich, in Klammern herrlich, aussehende, irgendeine komische Sülzwurst, die ich total finde. Aber egal, beim Krankenhaus-Sandwich muss immer alles drauf. Deswegen packt man das jetzt auch noch hier drauf, klappen das ganze Ding wieder zu. Hui! Bei Dr. Emkus wäre das jetzt schon wieder ein Short wert. Egal, packt mal zu hier die Scheiße. Achso, dazu gibt es übrigens, ich habe mir jetzt einen Zitronenfruit noch geholt. Capri-Sonne mit dem Panda-Bär drauf und ein 100% Groschwitzer Apfelsaft aus 100% Groschwitzer Äpfeln hergestellt. Ah, zischt wie Apfelsaft, brennt dir gleich alles weg. So, wir beißen jetzt einmal hier rein, um den Geschmack aufzunehmen. Und dann gehe ich wieder rein zu den anderen. So kompliziert ist es, wenn man mit mir im Urlaub Frühstück machen will. Also ich schmecke hauptsächlich eigentlich diese Himbeermarmelade und vom Rest schmecke ich eigentlich absolut gar nichts. Also wo bleibt denn die super Geschmacksvielfalt? Aber ich glaube morgen haben wir noch einen Tag. Gucken wir mal, was uns da erwartet, was da drin ist, dann was alles dort liegt im Frühstück. Mir fehlt immer noch Leberwurst. Vielleicht am dritten Tag mit Leberwurst, also nochmal schön was zum Schmieren hast. So, und wer jetzt dachte, da kommt noch was, den muss ich leider enttäuschen, denn das war's. Das Video ist leider zu Ende, denn der komplette dritte Tag fehlt. Ihr habt den ersten Tag gesehen, wo wir angereist sind, die Unterkunft gezeigt haben, alles hin und her, bisschen das Gelände, die Tiere, das Zimmer, eine Roomtour. Dann der zweite Tag, wo wir halt zum Stausee gefahren sind, haben den Stausee gemacht. Das alles mit reingenommen und jetzt gerade am dritten Tag, am Donnerstag, wo wir in die Stadt wollten, übrigens nicht nach Rudolstadt, sondern wir wollten nach Saalfeld fahren, um die zwei Community Raids zu machen, eine große Shopping-Tour, uns da mal umgucken, nochmal schön essen gehen, der fehlt leider komplett. Ich habe zwar alles aufgenommen, ich habe alles gefilmt, als ich zu Hause war, hatte ich, was weiß ich, 430 Dateien, die ich alle rüberziehen musste. Als ich alles mal ins Programm gepackt habe, waren das circa 1 Stunde und 40 Minuten dann, was ein Film gewesen wäre. Ich dachte, mach lieber zwei Filme draus, denn nach 40 Minuten war der Punkt, wo der Stausee kam. Also dachte ich, ich bin schlau, ich mache einen
Punkt, einen Teil, den ersten Teil mit der Unterkunft, mit der Roomtour, dann ein Cut und dann der Rest mit dem Stausee und mit dem Einkaufsbummel, mit dem Shopping vom dritten Tag, mit den Community Rates alles, das in den zweiten Teil, dass ihr das ein bisschen getrennt habt. Dann haben wir 40 Minuten und wir haben eine Stunde und das sind zwei Videos. Nicht jeden Tag einzeln, sondern den ersten und dann den zweiten und dritten zusammen ab dem Stausee. Jetzt habe ich das alles rübergezogen, weil das so ewig gedauert hat, habe ich was anderes gemacht. Und als ich wiederkam, habe ich nur gesehen, okay, es ist fertig. Ich habe gedacht, es ist fertig, aber es ist wohl zwischendurch abgebrochen, weil das Ladekabel irgendwie nicht richtig, also das Verbindung, das USB-Kabel nicht richtig dran war oder so. Und dann ist das irgendwie, hat einen Fehler gehabt, ist abgebrochen. Ich habe gedacht, es ist schon alles drüben, habe dann die Dateien alle gelöscht. Und plötzlich habe ich nur 40 Minuten und nochmal 30 Minuten. Das heißt, eine halbe Stunde fehlt. Der dritte Tag, die halbe Stunde fehlt. Was habt ihr da also verpasst nach dem Frühstück? Sind wir noch mal ein bisschen übers Gelände, sind dann in die Stadt gefahren, haben die zwei Community Raids gemacht in verschiedenen Locations. Wir waren dann beim Saale-Markt, beim Saale-Sender, beim Saale-Markt irgendwie dort. Da war auch ein großer Marktkauf. Wir sind da durch. Ich habe die einzelnen Geschäfte mal gezeigt. Wir waren in den Geschäften. Ich war im Marktkauf. Im Marktkauf habe ich so viele Sachen gesehen, die mega interessant waren. Habe die alle abgefilmt, habe die gezeigt, habe ein paar Sachen mitgenommen. Wir waren im Teddy nochmal. Teddy, immer lustig zu gucken. Da waren so viele Dinge. Da lagen lauter Totenschädel. Da habe ich gesagt, guck mal, das so sieht's beim Hannes zu Hause aus. Da waren verschiedene Masken, die habe ich gezeigt, mal probiert. Einen riesengroßen Teddybär für 120 Euro. Der war so groß, den habe ich Pupsi da hingeworfen. Habe gesagt, hier, fang, zack. Das war auch richtig genial. Das fehlt leider auch. Beim Marktkauf drin, in dem Geschoss, nee, davor, in diesem großen Komplex, bei dem Saale-Markt halt, gab es auch so viele Angebote, wo man essen konnte. Ich habe mir da so einen richtig tollen Chili-Chicken-Burger geholt. Ich kenne Chili-Burger, aber ich kenne keine Chili-Chicken-Burger. Und da gab es Chili-Chicken-Burger mit Cheese sogar. Der war richtig gut, der hat richtig gut geschmeckt. Den habe ich mir geholt und ja, dann kam noch die Rückfahrt wieder erstmal bis zur Location, also bis zur Unterkunft. Dann haben wir da nochmal draußen gesessen, haben da abends nochmal, als wir die Raid Mania gemacht haben, habe ich kurz was gezeigt, waren da nochmal ein bisschen auf dem Feld, haben da noch ein bisschen gezockt. Pupsi war dann auch dabei, Jonas war dabei, die waren auch auf der Nestschaukel, alles, die Rückfahrt, die Ankunft zu Hause, auch wenn wir als wir bei Adi eingetroffen sind, wieder an der Tür rumgejault hat, das war auch alles dabei. Das fehlt aber jetzt leider alles. Ganz kurz kann ich euch noch was zeigen, das muss ich aber nur schnell holen. So, was ich noch ganz kurz zeigen wollte, Hannes hat ja diese komischen Zombie-Drinks mitgebracht und ich wusste gar nicht, dass es da mehrere verschiedene Sorten gibt, weil das ganze Ding ist von Take Off, das ist Zombie Attack. Jetzt hat mir der Ravi Shango gezeigt, es gibt auch noch Alien Invasion, es gibt noch irgendwas mit Jungle Maniac und was ich schon mal gesehen habe, was ich im Urlaub auch gesehen habe, dieses Space Cat. Und jetzt fällt mir erstmal auf, hier steht ja auch Take Off und hier ist auch Starring and Featuring Barry Marshmallow. Space Cat auch im Teddy gefunden, da habe ich mir gleich mal mitgenommen. Diese Zombie-Dosen gab es dort auch im Teddy, da habe ich Hannes auch nochmal einen Gruß dagelassen, aber das ist ja jetzt leider alles nicht auf Band. Das fand ich cool, das zu sehen. Die habe ich noch mitgenommen und natürlich noch viele andere Sachen mitgenommen zum Tasting. Habe noch ein paar Biers gekauft für abends. Hier haben wir nochmal ein, wusste nicht, was das ist. Das ist, sieht aus wie ein Lama. Ein Lama, was so weich ist, ist aber eigentlich ein Stift. Das heißt, du kannst damit schreiben. Wer damit schreibt, weiß ich nicht, aber das fand ich cool. Das sieht lustig aus. Das musste ich mir mitnehmen. Wie findet ihr das? Hättet ihr euch das auch geholt? Was habe ich für Biers getrunken an dem Abend? Ich glaube, da gab es ein Holsten Helles. Dann gab es ein Wickhühler in einer richtig coolen Dose mit so, ja, so Märchen-Look drauf. Und dann gab es noch irgend so ein Polenbier mit 9%, weil auch für den letzten Abend, für den Mittwoch, habe ich mir natürlich noch was gesucht, habe noch was gegessen. Hat mir so ein Ripley, das habe ich auch an der Bäckerei hin, gab es ein Ripley Steak überbacken, habe ich mir mitgenommen mit Käse vom Bäckerstand, hat auch richtig gut geschmeckt, da hat sich die Verkäuferin auch gefreut, der Typ neben mir war total erschrocken, als ich angefangen habe zu filmen. Da waren so coole Szenen noch dabei, da war so cooles Zeug noch dabei, euch zu zeigen, auch wie Jonas da die Windel gewechselt wurde auf der Toilette, das war auch alles dabei, wie er da rumgezappelt hat, also ja. Wenn ich das Bild von den Bios finde, kann ich es ja vielleicht nochmal hier einblenden, ansonsten ärgert mich das extrem,
dass ich das nicht bemerkt habe, dass es nicht alles rübergezogen ist und schon das gelöscht habe, ist halt meine eigene Dummheit wieder mal. Und ja, wäre cool gewesen, das noch alles zu zeigen. Ansonsten habt ihr jetzt hier noch dieses kleine Outro und jetzt sind es statt ein Teil und ein Riesenteil, sind es halt zwei kleine Teile. Hätte ich das gewusst, hätte ich es auch zusammenfassen können als eins, weil es ja jetzt nicht mehr so lang ist, aber das andere habe ich schon fertig geschnitten, als mir das dann aufgefallen ist. Ansonsten war es das von meiner Seite aus erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und eure Giraffe, guckt sie euch doch an. Mit mir kann man schreiben. Ich bin ein Stift. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Basketball. Und der Scheiße. Basketball. Ach du meine.